Einmal nach Westen und dann nach Süden. Wo ist unser Boot? Auf der anderen Seite der Insel müssen wir hier einmal rum. Das sieht ja schaurig aus hier. Gibt es hier auch manche Orte hier in Mara? Die sind für das Spiel eigentlich irgendwie nicht. Also ein bisschen außergewöhnlich. Die Spukinsel, diese Insel hier. Das nimmt hier, gerade zum Ende hin, nimmt das ein bisschen Düsternis an. Es wird ein bisschen düsterer, als man erwartet hätte. So, wo habe ich denn nur mein Schiff platziert? Das müssen wir jetzt mal wieder rausfinden. Hier gibt es Silber. Oder wir werden ohnmächtig, dann kommen wir auch wieder zurück zum Schiff. Auch eine Taktik. Sehr schön. Sind aber tatsächlich zurück zum Schiff gekommen. Haben wir die ganze Nacht durchgemacht. Es ist schon wieder morgens. Schlaf trotzdem nochmal im Boot. So. Nach Westen. Nach Westen. Genau hier entlang. Bauen die hier am Nordpol eine Bohrinsel. Ein Ding. Okay, ich glaube, wir haben das Zeug zusammen, um uns Kanonen und Sprengstoff zu besorgen. Können wir gegen die Elites kämpfen. Jetzt wollen wir nach Süden. Das war die Mission. Ja, nach Süden. Dann können wir hier noch die letzten Inseln erkunden. Damit wir das auch mal fertig haben. Dann können wir auch hier gleich die unten, die wir ausgelassen haben. An der Silberinsel gleich weiter. So, bisschen Holz. Verbotene Felsklippe. Ich kann von hier aus sehen, wie sie für unsere was sie für eine schönere Zeit haben, wenn sie mich noch mal hereinlassen würden. Aha. Es ist verboten, die Insel. Wir dürfen nicht hinein. Oder was? Da drin ganz viel Spaß. Oh. Ist ja wirklich schön. Da kommen wir jetzt wirklich nicht rein. Tja. So ein Mist. In die verbotene Stadt. Da würde ich jetzt ganz gerne mal rein. Nicht nichts dagegen. Tja. Verbotene Felsklippe. Nach Süden muss ich weiter. Nach Süden ist der Kurs. Gut. Romans nicht willkommen heißt. Lassen wir es auch gut sein. Wollen wir uns den nicht aufdrängeln? Ich glaube, die würden eh nicht gut mit uns umgehen. Die wären nicht so freudig, uns zu treffen. Insel der Ruhe. Psst.
Ist zwar nicht die Insel des Schweigens gewesen, aber ich habe mich trotzdem an die Ruhe auf der Insel gehalten. Ja. Mein kleiner Gag am Rande. So, eine Insel haben wir hier noch offen, die wir noch nicht erkundet haben. Schauen wir mal nach. Es kommt erstmal Silberinselchen und danach kommt die neue Insel. Jo, ab in den Süden. Eine Brille dürfen wir nicht mal jetzt dabei haben. Oh, hier. Ich brauche zwar kein Holz mehr. Ich sammle es trotzdem mal ein. Sicherheitshalber. Schaden tut's nicht. Jo. Nutzen tut's nur. Und weiter in den Süden. Silberinselchen. Sehr gut. Und ich fahre weiter in den Süden. Was haben wir hier noch? Tolles. Die letzte Insel, die wir noch nicht entdeckt haben. Holz. Hier haben wir was Interessantes. Aus dem Weg, Kleiner! Hier, sei vorsichtig. Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein und es gehört zu meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter, lässt einfach ihre Enkelin alleine. Was soll's, so lernst du wenigstens etwas. Du brauchst niemanden anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du es sagst, Kleines. Hör auf, mich Kleines zu nennen. Ich heiße Koa. Schön, dich kennenzulernen, Koa. Ich heiße Ireti. Ich bin die schnellste Piratin in Mara. Okay, die müssen wir wohl irgendwann mal bei einem Wettkampf besiegen, wie es ausschaut. Das entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Tust, als ob das Meer nur dir gehört, weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. Aha, eine nicht sehr freundliche Person. Eine sehr freundliche Persönlichkeit. Tempel des Westens. Eigenschaft freigeschaltet, Mara. Ich habe jetzt alle Orte in Mara entdeckt. Sehr schön. Aber welcher Charakter ist hier schon besonders freundlich? Sind alle hier irgendwie ein bisschen seltsam? Ist keiner besonders zuvorkommend oder besonders freundlich, gutherzig oder so. Ah, ich glaube, das hier ist jetzt mein Lieblingstempel. Ach, das ist der. Ah. Das ist wieder so ein Geist, der Geistertempel, wo uns Treibstoff holen können. Naturgeister werden dir bei deinem Auftrag wegweisen, vertraue ihnen. Ich brauche etwas, das ich als Opfergabe nutzen kann. Wir haben nicht genug Kohle. Tanke auf tanken. Sehr gut. Können wir das Feuer entzünden? Können wir. Sehr schön. Können wir wenigstens das hier machen. Okay, dann zurück zur Heimatinsel. Die müsste jetzt in der Nähe sein. Ja, das hier. Zweimal nach Westen, zweimal nach Osten oder einmal nach Norden. So sieht's aus. Kurs gesetzt. Volle Fahrt voraus. So. Zweimal Osten, einmal Norden. Wird gemacht. Wird angesteuert. Wird angepeilt. Dann machen wir uns die Kanonen heute noch fertig. Hoffentlich. Ja, genug Holz dürften wir jetzt mit dabei haben. Allemal. Das haben wir unterwegs gesammelt. Haben wir einiges eingesammelt. So, jetzt in Ostrichtung bleiben. Genau, Smart Kratz.
Und jetzt nach Norden. Das andere Norden. Jo, korrekt. Nach Norden. Geht's zu unserer Heimatinsel. Sehr schön. Wieder zu Hause. Auf der Heimatinsel. So. Hier haben wir schon unseren Kai. Mal schnell eine Pflaume. Mal schnell eine Pflaume drauflegen. Bedummts. Da passen ausnahmsweise mal schlechte Witze. Ja, kein Kommentar. Zwei Schießpulver brauchen wir. Jo. Wenn ich mich nicht irre, war das so. Zwei Schießpulver, Holz, sehr gut. Jetzt kann Akai mir die Kanonen machen. Auf nach Quenis für 2 Münzen. Sehr schön. Wir sollten vielleicht mal auf Boot schlafen erstmal. Jetzt ist sowieso keiner mehr da. Haben alle dicht gemacht. So. Jetzt können wir mal zu Akai. Erstmal ein bisschen schwimmen. Kleine Kurzstreckenschwimmerin. Dekor. Gut. Auf und davon. Auf zu. Auf zur Kanonenschmieden. Die erste Waffe hier in Samanmara. Das hätte es früher geben müssen. Es hätte früher Waffen geben müssen. Hätte ich einigen Charakteren mal ein bisschen wehgetan. Töten nicht? Nein. Nein, nein, das wollen wir nicht. Töten wollen wir sie nicht, die Charaktere, aber so ein bisschen. Ja. Mit ein paar Waffen hätten sich einige Dialoge hier anders begeben. Dann wären einige Abenteuer anders gelaufen. Das kann ich aber sagen. Akai, sind das hier die Materialien, die du brauchst? Bist du denn sicher, dass die Piraten die Kanonen nicht für böse Zwecke benutzt werden? Das glaube ich nicht. Nizio scheint ein guter Mann zu sein. Ja, das stimmt. Okay, fertig. Wie neu. Oh, du bist die Beste. Eine Kanone erhalten. Bring die Kanonen zum Piraten Nizio zurück. Und wo hält der sich ab? Wo findet man den? Vielleicht gibt es hier ja eine Karte. An der Ponyhöhle ist er gerade. Ah, okay. Dann mal direkt hin. Hinter. Da ist der alte Pirat auch schon. Hinter der Höhle. Einmal drumherum. Ist glaube ich auch sein Standardversteck hier. Nizio, hier geblieben. Ich habe etwas für dich. Alles ist fertig. Sieht aus wie neu und glänzen sogar. Hervorragend. Aber verrate mir eins. Was werden wir mit ihnen tun? Hast du die großen Stationen gesehen, die überall in Mara aufgetaucht sind? Die mit den 6 Beinen? Wir müssen sie zerstören. Hey, Moment, Moment. Ich mag ja Chaos, wie der andere Pirat, aber aus welchem Grund willst du das tun? Die sind böse, sie vergiften Mara. Das ist ein guter Grund. Aber ich muss zuerst mit den anderen darüber reden. Es findet bald eine Regatta statt. Du musst unbedingt vorbeikommen, dann kannst du sie selbst von diesem Wahnsinn überzeugen. Okay. Okay, und dann fährst du aber mit im Gegenzug nach Quelis. Quelis? Nein, dahin kann ich nicht wieder zurück. Ach komm schon, Akai hat um deine Hilfe gebeten. Nun gut, wir werden sehen. Erstmal sollten wir uns an der verbotenen Felsklippe der Piraten treffen.
Übrigens solltest du bessere Wassermelonen mitbringen, damit dich die Piratenkapitäne mögen. Fertig. Du hast ein neues Rezept Piratenflagge. Sehr gut. Besorge 5 Wassermelonen, die ich schon habe, um die Piraten zu erzeugen, dir zu helfen und drei sie dann zur verbotenen Felsklippe. Ich bin vor dir da. Verbotene Felsklippe, wo war die? Die war hier. Sehr schön. Halt! Oh! Regatta. Wo ist der Kapitän von diesem Boot? Das bin ich, Koa. Freut mich, Koa. Mein Name ist Regatta. Es tut mir leid, aber ich muss diese Wassermelonen beschlagnahmen. Warum? Das ist die Meeresmaut. Wie lange bist du schon auf dem Meer unterwegs? Naja, schon eine ganze Weile. Genau. Und du hast die Maut nicht bezahlt. Nein. Dann wirst du eine Menge nachzahlen müssen. Die Wassermelonen gehören jetzt mir. Nein, warte, ich brauche sie, damit die anderen Piraten mich mögen. Wer denn dir so einen Unsinn erzählt? Ich werde dir dabei helfen, sie zu allem zu überreden, was du brauchst. Ich kenne sie sehr gut. Nicht weit von hier gibt es eine Unterwasserhöhle. Die ist auch ziemlich gut, glaube ich, die Chor. Das ist irgendwie, ja, das ganze Abenteuer schon, aber ein Weg gebaut. Jo, nimm halt. Hilf mir, mein versunkenes Fernglas zu bergen. Und du hast meine Ehre und meine Fürsprache. Großartig. Wie sieht das Fernglas denn aus? Du wirst es schon erkennen. Suche nach einem Funken in der Tiefe. Keine Sorge, du musst es mir nur zurückbringen. Dazu müssten wir mal tauchen. Und wir haben einen Charakter kennengelernt. Auf der Perleninsel. Wir haben natürlich keine. Wir haben natürlich keinen Taucherbolle. Wahrscheinlich. Wir schauen mal, ob wir das haben, ob wir das können. Ich bezweifle es. Müssen wir nach Quilis und eine kaufen. Das lässt sich doch auch hinrichten, anrichten. Das lässt sich doch machen. Dachte ich mir. Auf nach Quilis. Und dann zur Perleninsel zurück. Ihr habt ja gerade einen sensationellen Bug gesehen. Da schwappt das Wasser manchmal ein bisschen über die Ufer. Texturbug. Ich brauche eine Schwimmbrille. Eine Taucherbrille. Ich nehme mein Gold. Taucherbrille. Gleich mal zwei mitgenommen. Und los geht's. Es geht auch schnell hier. Perleninsel. Ein bisschen Geld gleich wieder ausgegeben. Es war doch hier, oder? Irre ich mich da wieder? Ja, genau hier war es. Bei der Zielflagge. Holen wir ihr Fernrohr wieder zurück. Einmal runtergetaucht. Öffne die Schatztruhe und kehre mit der Beute zurück zur Rettungsboje. Jo, die sind schon offen. Ein Seil. Ein Fernrohr. Das Fernrohr, wie es ausschaut. So ein Napopo taucht auch mit. So, einmal auftauchen. Und zurück. Zur verbotenen Felsklippe. Verbotene Felsklippe. So. Und nun? Das ist wahrscheinlich ihr Boot. Von der Regatta. Hat der Lizio nicht gesagt, bald haben wir eine Regatta? Wenn das ihr Name ist. Haben wir denn sie? Oder wie verhält sich das jetzt? Verbotene Felsklippe.
Na komm, wir können auch bestimmt hier irgendwie interagieren. Hier ist das Fernglas. Was meinst du? Wie viel würden sie mir dafür zahlen? Könntest du es bitte an meinem Orakel bringen? Ich will in der Zwischenzeit die Piraten versammeln. In Ordnung. Wo ist er? Auf Kelis. Ich weiß nicht, wie gut du dich auf der Insel auskennst. Ziemlich. Es gibt dort ein einsames Anwesen. Dort. Aquila ist dein Onkel? Ja, es überrascht mich, dass ein kleines Mädchen ihn kennt. Bring ihm das hier und komm danach zur Felsklippe, wenn du fertig bist. Fernglas. Okay, Schnellreise. Verpasst noch mal ein bisschen Geld. Queenies. Ich bin heute schon genug durchs Meer getingelt. Ich kann Bock jetzt hier noch Überstunden auf dem Wasser zu machen. Ach ja, jetzt müssen wir ans andere Ende der Insel. Na toll. Dort hinten zu dem Elite. Ja gut. Na dann. Jo. Soundtrack ist auch hier. Ziemlich gut. Ziemlich gut gelungen, finde ich. Das Soundtrack in Samanmara. Ja. Kann man sich nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Bei dem Soundtrack. Muss man schon sagen. Ist in Ordnung. Hab schon besseren gehört. Hab aber auch schon schwächeren gehört. Schlechteren. Ich habe etwas für dich. Es ist von deiner Nichte. Ah, du hast also wie Regatta dem Piratenleben verschworen. Sieht man das nicht? Sie wird es noch weit bringen. Das freut mich für dich. Nein, darum geht es nicht. Sie hat mich um einen Gefallen gebeten. Sie ist eine bezaubernde junge Dame, findest du nicht? Aus mir unbekannten Gründen ist sie von zu Hause weggelaufen. Ich werde nie verstehen, warum. Aber du bist eine Elite. Du bist auch böse, so wie die Leute auf der Bohrinsel. Ich glaube nicht, dass jemand von Natur aus böse sein kann. Auch wenn wir Elites uns alle etwas ähnlich sehen. Ich bin jedenfalls nicht an ihren Geschäften interessiert. Oder daran, was sie tut oder nicht tun. Würdest du uns helfen, sie zu besiegen? Das interessiert mich ebenfalls nicht. Mach mit ihnen, was immer du für richtig hältst. Aber ich habe mich aus gutem Grund hierher zurückgezogen. Warum wollen alle Erwachsenen immer alle nur allein sein? Nur die, die verletzt wurden. Hier, nimm diese Münzen. Hattest du nicht noch etwas vor? Stimmt. Sie warten auf mich an der verbotenen Felsklippe. Oh, eine Elite-Uniform. Fahre zur verbotenen Felsklippe und triff dich mit den Piraten Maras. Sehr schön. Wir treten den Piraten bei. In Elite-Uniform. Ziehe ich mir auf jeden Fall an, auch wenn ich jetzt zu den Piraten gehe. Sieht nicht schlecht aus. So. Zurück zur verbotenen Felsklippe. Oha. Ich bin umringt. Ich bin umzingelt. Ah. Verdammt. Sie haben mich eingekreist. Hey. Ruhe, Ruhe. Es macht doch aber niemand Lärm. Nur zur Sicherheit. Vor uns steht Kua, das kleine Schiffsmädchen von Mara. Und sie möchte uns einen Vorschlag machen. Hallo. Schon seit einer ganzen Weile wird Mara durch etwas Böses bedroht. Die Elites haben unsere Meere mit ihrer Bohrinsel verschmutzt. Sie vergiften alles, was in ihrem Weg steht. Wir müssen uns ihnen entgegenstellen. Ich finde, was das Mädchen sagt, ist vernünftig und ehrlich. Wir sollten es uns zumindest mal ansehen. Macht ruhig, was ihr wollt, aber belästigt mich nicht damit. Es ist nicht verboten, sich die Gegend um die Bohrinsel näher anzusehen. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir was tun oder nicht. Aber wir müssen jetzt etwas tun. Schon gut.
Ist jeder damit einverstanden? Ich nicht. Aber Ereti hat gerade du... Ich habe Nein gesagt. Wenn sie Hilfe braucht, dann soll sie die Marine fragen. Richtig. Die hat bestimmt noch ein paar Mitglieder. Ereti, du weißt genau, dass es die Marine nicht mehr gibt. Ich glaube, ihr seid die Einzigen, die mir noch helfen können. Nur ihr seid stark genug. Nein, Kind. Du bist auf dich alleine gestellt. Piraten sind nicht dafür da, Leuten zu helfen. Ereti, beim Bart des Piratenkranz. Würde er uns bei dieser Angelegenheit nicht helfen? Natürlich nicht. Er würde das entstehende Chaos für sich ausnutzen. Und das ist genau das, was wir auch tun sollten. Wenn Mara verschwindet. Nun meine ich gleich den Teufel an die Wand malen. Mara existiert schon lange vor uns. Und wird uns überdauern. Das ist mir alles zu langweilig. Ich weiß, was wir tun könnten. Kein Pirat kann eine Wette widerstehen. Soll unsere Unterstützung doch ein Wetteinsatz sein. Rede Mazzaini über das Wettrennen der Piraten. Okay, ich entferne mich dann mal vorsichtig und fahre zurück nach Mara. Nach Quedis. Hin und her und her und hin. Ah ja, hier haben wir wieder gerade den Uferbug gehabt. So, aber ich würde mal an dieser Stelle gerade mal eine Aufnahmepause einlegen. Und wir sehen uns im nächsten Part bei der nächsten Aufnahme bei der Saimi wieder und schauen mal, wie es dort weitergeht in der Hauptstory mit dem Wettrennen. Ja, das scheint doch hier schon finale Ausmaße anzunehmen. Wir sind hier schon beim Besiegen. Wir gucken hier schon, wie wir die Elites besiegen und das nimmt doch hier schon alles Züge an, die nach einem Finale aussehen. Ja, da mich nach oben tatsächlich gefallen haben, lassen aber dann neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder oben im Leuchtturm. Na dann, bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.